Hallo und willkommen zurück bei The Witcher 3. Wir suchen Portale. Aha. Ich erfriere noch, wenn ich keine geschützte Stelle finde. Und ich muss diese nächste Passage schnell finden. Wenn ich unterwegs irgendwo Schutz finde, könnte ich es bis zur Passage schaffen. Was ist das denn? Wieso ist da ein Kreuz, mit dem ich nichts anfangen kann? Das ist natürlich auch wieder clever. Ich sehe absolut nicht, wo ich hin muss. Ach, Alarm. Ist natürlich auch nix irgendwie hier drin, was uns gegen den ganzen Schnee hier schützt. Müssen wir denn hin? Da runter? Oh Gott. Ich hoffe, wir sind hier vor dem Schneegestöber da unten in dem Dorf halbwegs sicher. Okay. Licht? Hier? Das muss irgendjemand entfacht haben. Mit etwas Glück war das ein gewisser launischer Elfenwissender. Der Schnee reicht bis an die Spitzen der Dächer. Wie lange dieser Schneesturm wohl schon andauert? Ach, wahrscheinlich sehr, sehr lange. Okay, wie... Ach, das ist hier doof. Ich sehe nicht, wo ich hin muss. Ah, toll. Natürlich. Was sonst? Das hätte ich mir denken können. Ich wollte euch hier nur ein Feuerchen machen. Okay, so kriegen wir auch unser Leben wieder. Okay. Das ist dann praktisch.
Speichern. Wegstecken. Runensteine. Das ist keine Tür, nein. Schon wieder so geixt. Okay. Da kommen wir nicht durch. Brauche ich gar nicht erst probieren, aber eventuell von da unten. Geralt. Können wir den Ofen anzünden? Na, natürlich. Annas Notizen. Annas Notizen würde ich gerne lesen. Ich weiß nicht, was wir tun sollen. Unsere Nahrungsvorräte sind schon lange aufgebraucht, bis auf einen Sack Zwiebeln. Seit einer Woche essen wir einige wenige Bissen Zwiebeln am Tag und sonst nichts. Die Kinder haben Zwiebeln früher gehasst, aber jetzt verschlingen sie ihren Anteil gierig und lutschen die Schale. Bald wird unser Sack leer sein. Wir haben kein Holz und kein Brennmaterial und es scheint immer, es schneit immer wie, immer weiter. Der Bürgermeister hat Männer von Tür zu Tür geschickt, die kleinen Rationen an Lebensmitteln und etwas Brennholz aus dem Lagerraum im Leuchtturm bringen. Aber seit Tagen ist niemand mehr gekommen. Das überrascht mich nicht. Der Schnee reicht bei unseren Fenstern fast bis ganz oben. Niemand kann unsere Tür erreichen. Ich habe Angst. So furchtbare Angst, dass wir diesen Winter nicht überleben. Yep, Winter is coming. Ja, da sind sie erfroren. Da ist eine Tür. Also hier ist ewiger Winter. Keine Ahnung, was das hier irgendwie vollbracht hat, dass hier die ganze Zeit hier schneit und es halt arschkalt ist. Normal ist das eigentlich nicht. Was ist denn hier eigentlich in den Kisten drin? So, da drin waren wir. Nein. Okay. Hier sind wir geschützt. Allerdings kein Feuerchen. Da hinten rein. Schon gerade gedacht, da wäre einfach nur ein Graben. Okay. Können wir unseren Hintern da am Feuer wärmen? Hat ja eine Weile gedauert. Gab's unterwegs Probleme? Alter. Hör auf mit dem Scheiß. Hab nur die Ausblicke genossen. Wo sind wir hier? Es fühlt sich an, als wäre ich hier schon gewesen. Das bist du auch.
Du hast hier gegen Eredins Projektion gekämpft. Und davor hat Ciri hier gekämpft. Für dich. Was meinst du damit? Hast du dich jemals gefragt, wie du den Roten Reitern entkommen bist? Schon oft, aber ich kann mich an nichts erinnern. Ciri hat dich gefunden. Sie hat gespürt, dass du in Gefahr warst. Sie hat dich aus den Klauen der Jagd befreit und in die Wälder bei Kaer Morhen geschickt. Hat Eredin sie deshalb verfolgt? Wegen mir? Warum hat sie nur nie etwas gesagt? Was hätte es denn geändert? Wir hätten mal Danke sagen können. Das Licht auf dem Gipfel, warst du das? Ich dachte, es würde dir den Weg weisen. Das ist doch der Sinn von Leuchttürmen, den Weg zu weisen. Hm. Ich hatte gehofft, wir würden nicht getrennt werden. Ich hatte dich gewarnt. Wohin hat deine Reise dich geführt? Durch eine Welt, deren Sonne gerade gestorben war. Ich habe die nächste Passage kaum rechtzeitig erreicht. Okay, das klingt schlimmer als das, wo wir waren. Gils zu finden erweist sich als ziemlich mühsam. Und ich weiß immer noch nicht, warum er so wichtig ist. Eredin ist anders als der König, den er getötet hat. Macht um der Macht willen interessiert ihn. Für Bürokratie fehlt ihm die Geduld. Die meiste Zeit verbringt er auf seinem Ross und führt die Roten Reiter an. Was braucht er also in der Hauptstadt? Einen guten Vizekönig. Gels ist ein exzellenter Verwalter und ein noch besserer Planer. Er ist der gefährlichste unter den Enelle. Hat er irgendwelche Schwächen? Ja, er ist rechtschaffen. Hm. Klingt jetzt nicht zwingend nach einem Problem. So, was ist denn das hier für eine Welt? Irgendwelche Infos. Wo sind wir? In der Welt der Enelle? Nein, das ist Tet Dereat, die Endzeit. Die Welt, die von der weißen Kälte zerstört wurde. Leider erwartet uns dasselbe Schicksal, nur zu anderen Zeiten unserer Existenz. Das sagst du so ruhig. Eredin hat sich seinem Wissen um die Apokalypse ergeben. Jetzt regiert ihn die Angst. Diesen Fehler werde ich nicht machen. Erklär mir das. Nicht hier, nicht jetzt. Doch. Wäre gut. Ne. Dann los. Hier scheint es mir auch nicht sicher zu sein. Gehen wir. Hier lang. Die nächste Passage. Wann wird sie sich öffnen? Bald. Ja, und schwupp. Tirnalia. Aha. Ich glaube, wir sind richtig. Okay, Avalach ist endlich auch da. Ist das Tirnalia? Der Palast des Erwachens. Einst der Mondpalast. Gels Hauptquartier. Man könnte von innen mal wieder ein bisschen gesäubert werden. Wächst ja schon überall Moos. Schöne Stadt. Freut mich, dass sie dir gefällt. Elfische Baukunst ist ein wenig anspruchsvoller als die eure. Na, warte mal. Warte mal! Wir gucken nur. Naja, so viel anders ist es jetzt auch nicht. Aha. Ja. Oh, wer ist das? Und was wollen Sie hier? Ich glaube, wir sind für heute fertig, meine Tulpe. Sei so gut und lass uns allein. Ich denke doch, wir sind uns einig, dass dies eine Angelegenheit zwischen uns alleine ist. Kreivan Espane Eb Kaoman Macha und der Hexe aus Riva, Ketmil. Gefällt dir mein neues Modell? Sie hat was von Lara Dorren. Findest du nicht auch, Kreivan? Ihre Größe vielleicht, sonst nichts. Ah, ich habe einen wunden Punkt getroffen, wie ich sehe. Wechseln wir also das Thema, ja? Etwas zu trinken?
Hast du Schnaps? Ach ja, ich vergesse immer wieder, dass ihr diesen schändlichen Schmutz nicht anrührt. Ich muss zugeben, dass es eine Überraschung ist, dich hier zu sehen, Hexer. Interessante Wahl der Verbündeten übrigens. Glaubst du, dass Avalach ehrlich mit dir ist? Nur aus Neugier. Eigentlich vertraue ich keinem Elfen. im Prinzip kann ich nur falsch antworten, oder? Ich glaube, auch unter den Enele können manche anständig sein. Unwissenheit ist der Segen der Narren. Ich meine, einen Anflug von Ungeduld in euren Zügen zu erkennen. Was führt euch also her? Ich bin gekommen, um dir zu sagen, wer unseren König getötet hat. Du hast viel auf dich genommen, um mich zu erreichen. Dann wirst du wohl ähnlich großen Aufwand in die Vorbereitung dieser Lüge gesteckt haben. Du sollst die Wahrheit sehen. Du wirst sie träumen. Du hast einen Oneiromanten? Mein Eindruck war richtig. Dies wird interessant. Darauf kannst du wetten. Hier entlang, bitte. Hexer Geralt, wahrhaftig ein Mann der Tat. Darf ich erfahren, wohin wir gehen? In die Welt der Enseide. Diesmal direkt. Gehen wir, bevor noch Wachen kommen. Ja. Sehr surrealistisch. Ich hoffe, das Modell sieht das Bild nicht. Oder es steht drauf. Kann auch sein, aber könnte sonst zu ein paar Problemen führen. Unseren Gast muss ich wohl nicht vorstellen. Sei gegrüßt, Cyrael. Es ist also wahr. Schwalbe und Fuchs sind Freunde geworden. Du kannst uns nicht gegeneinander ausspielen. Avalach hat dich erpresst. Weißt du nicht mehr? Hat versucht, dich in das Bett unseres Königs zu zwingen. Hat deinen Körper behandelt wie eine Schweinehälfte. Ich erinnere mich. Aber ich weiß auch noch, was du Eredin geraten hast, mit mir zu machen, wenn er mich hat. Und ich weiß noch, was die Roten Reiter in Kaer Morhen getan haben. Ich bin nicht hier, um zu diskutieren. Der versprochene Beweis. Wo ist er? Du wirst ihn sehen. In deinem Traum. Ach ja, die Oneiromantin. Visionen, die nicht erzeugt werden können. Willst du mir zeigen, wie Eredin unseren König ermordet hat? Und dann? Soll ich die Enele gegen Eredin aufstacheln? Eine Revolution ausrufen und Avalach zum neuen König erklären? Du tust, was du willst. Wenn du dem Königsmörder weiter dienen willst, dann bitte. Ich wäre nicht mal überrascht. Ach, bitte. Möge euer Orakel Träume der letzten Momente meines Königs beschwören. Wir werden sie alle träumen, um Missverständnisse auszuschließen. Warum nicht? Irgendwie sieht er etwas kränklich aus. Der König ist tot. Lang lebe der König.
Wer aber ihn jetzt ermordet hat, weiß man trotzdem nicht. Ihr müsst ihm zu euren Bedingungen entgegentreten. In dieser Welt, an einem Ort eurer Wahl. Das ist eure einzige Chance. Segelt nach Skellige und sucht den Sonnenstein. Damit ruft ihr die Nagelfahr herbei. Eredin wird dabei sein. Sollte er Verstärkung anfordern, wird kein NL reagieren. Du hast gerecht gehandelt. Es wird sich ein neues Portal nach Tirnalia öffnen. Ich werde es stabilisieren und du wirst zurückkehren. Komm mit mir. Ach, jetzt haben wir hier plötzlich irgendwie Direktverbindungen. Er könnte auch alles vorgetäuscht haben, damit wir ihn gehen lassen. Verdammt, wir hätten ihn zwingen sollen. Beruhige dich. Avalach kennt ihn besser. Wir hören, was er zu sagen hat, wenn er zurück ist. Wenn man vom Teufel spricht. Geralt macht sich Sorgen. Er meint, wir hätten Gils zu einfach gehen lassen. Man kann nie vorsichtig genug sein. Stimmt. Und doch glaube ich, dass Gils sein Wort halten und Eredin nicht unterstützen wird. Sieht aus, als hättest du einen Plan. Willst du ihn uns erzählen? Wenn wir den Sonnenstein mit Hilfe deiner Zauberinnen und ihrer Magie gefunden haben, locken wir Eredins Schiff in eine Bucht an der Küste von Undvik. Wir legen einen Hinterhalt, stellen ihm eine Falle. Sobald der König der Jagd kommt, lassen wir sie zuschnappen und töten ihn. Einfach so? Eredin zu besiegen wird nicht einfach, aber wir werden es schaffen. Such die Logenzauberinnen und komm zum Hafen. Dann segeln wir nach Skellige. Ja, prima Plan. Der hat beim letzten Mal auch so gut funktioniert. Ich war neugierig auf diese kleine Sache, die du klären musst. Als ich zuletzt in Novigrad war, hatte ich einige Probleme. Habe ich gehört. Ein paar Leute haben mir geholfen, andere wiederum nicht so richtig. Ich will's beiden zurückzahlen. Kommst du mit? Ja, okay. Geh voraus. Wir müssen zur Tempelinsel. Seit wann bist du denn religiös? Bin ich nicht. Lass uns gehen. Ja, wir gehen ja gleich. Moment. Fast da. Wohin gehen wir genau? Zu Hurensohn Junior. Der ist tot. Bisschen spät. Er ist tot. Soltan hat gesagt, dass Hurensohn lebt und auf der Tempelinsel ist. Ich habe ihm doch persönlich mein Schwert in den Bauch gerammt. Dann musst du schlecht gezielt haben. Es scheint ihm wieder gut zu gehen. Wie das? Ciri, warte mal, ich muss hier die Folge beenden. Was willst du denn von ihm? Ich will ihm in die Augen sehen. Und dann? Weiß nicht. Kommt drauf an, was ich sehe. Okay. Hurensohn Junior lebt. Wie das? Okay, werden wir dann in der nächsten Folge eventuell klären. Also, bis dann!